Let's Play Pflanzen gegen Zombies 2, It's About Time, Tag 8. Los geht's. Willkommen zurück, Gärtner. In diesem Jahr liegt es schon eine halbe Ewigkeit zurück, dass dein Gehirn abgeholt wurde. Wir sehen uns bei der nächsten Abholung. Dr. Edgar Zombos. Sei auf der Hut, Nachbar. Er spricht sicher nicht von meinem Gehirn. Ich würde sagen, es gibt einiges, was dagegen spricht. Tada! Überlebe einen gewaltigen Angriff in deiner Zukunft. Überlebe ohne Rasenmäher. Ahahaha. Ohne Rasenmäher. Ah, du dicke Tinte. Was kommt da denn an? Okay. Jetzt wird es Zeit für eine neue Pflanze. So. Nummer 1. Och, das setzen wir einfach mal irgendwo hin. Das wird schon irgendwie funktionieren. Die Level sind ja so gestaltet, dass man sie schaffen kann. Also, man soll ja nicht den Spaß daran verlieren. So. Ja, diese Level sind ja... Ja, geht. Normalerweise sind die machbar. Abgesehen davon haben wir noch genug Kohle auf der hohen Kante, die wir ausgeben können notfalls. Die letzte Piñata-Party hat mir 5000 Münzen gebracht, das heißt, alles wieder ausgeglichen. Alles locker. Ja, mit diesen Piñata-Partys, wenn man die immer fleißig spielt, dann... kann man sich seinen Münzenvorrat durchaus des Öfteren mal wieder ganz gut aufstocken. Das heißt, es ist kein Problem, wenn man mal ein bisschen Kohle ausgibt. Ich meine, was will ich mit 131.000 Münzen? Dann kann ich sie auch ausgeben. Weil die sind ja nur dazu da, dass man ab und zu mal die Power-Ups verwenden kann oder sich mal einen Spezialdünger kaufen kann oder so. Auch ganz witzig, in diesem Level gibt es manchmal Powerfelder, die man sich selber irgendwo hinsetzen kann. Das muss man natürlich wissen, wenn man sowas spielt, weil dann kann man ganz anders planen. So, jetzt müssen wir wieder ein W-Blatt einsetzen. So. Damit... Boah. Das übelste Roboter... Oh, alter Schwede, der zerballert mir meine... Pflanzen. Das ist ja Frechheit. Frechheit. Scheibenkleister. Ah, der ist durchgekommen. Boah, nee. Okay. Weg mit euch. Da. Oh, da oben kommt schon wieder der nächste. Herrschaftszeiten. Da geht's ja ab. Übelstes Teil. Oh, ey, das geht mir auf die Nerven. Dass der da zurückschießen kann. Finde ich jetzt nicht so toll. Mal gucken, ob der dagegen ankommt. Boah, der kommt nicht dagegen an. Selbst die Zedrate kommt mit dem Spezialdünger nicht gegen den Großen an. Boah, ist das für übel. Kann man gleich noch eine abschießen. Ja, okay, also zweimal Spezialdünger auf Zedrate macht den kaputt. Ja, normalerweise wird es wahrscheinlich auch bei einem Mal schaffen, aber es wurde wahrscheinlich vorher schon abgefangen. Boah, heftige Viecher, muss man schon sagen. Heftige Viecher. So, dann wenden wir mal den Spezialdünger an. Ja, super. Okay. Uiuiui. Ein Weltschlüssel. Oder Weltenschlüssel, wie auch immer man das jetzt nennen soll. Ein Weltschlüssel. Hiermit kannst du neue Welten freischalten und in andere Zeiten reisen. Ja, den werden wir auch brauchen, aber erst später. Weil es ist ja schon... Es wird ja noch eine weitere Welt geben.
Die sieht so ein bisschen aus wie... Starten wir mal das Level 9. Oh, da gibt es eine neue Pflanze. Der Schattenumriss von dieser neuen Welt, die noch da angezeigt wird, sieht so ein bisschen aus wie das finstere Mittelalter. So. Wir dürfen also hier nur mit maximal... wie viel stand da? 15 Pflanzen. Genau, 15 Pflanzen gleichzeitig spielen. Das könnte unter Umständen ein bisschen eng werden, wenn da ganz bestimmte Zombies kommen. Oh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe mir kein W-Blatt geholt. Das war jetzt schlecht. Also Tipp gleich von vorne weg. Immer ein W-Blatt mitnehmen. Das wäre jetzt echt sinnvoll gewesen. Aber gut. Dann müssen wir es halt so machen. Erstmal gucken, dass wir an genügend Sonnen kommen. Ja, mal sehen, was wir da für Pflänzchen nehmen können hier. Jetzt ist das ja alles noch gar nicht so wild. Mal da oben noch irgendwas hinsetzen. So. Ja, da ist schon der erste. Gerade gegen die wäre ein W-Blatt sinnvoll. Ja, da müssen wir halt jetzt blöderweise Spezialdünger verquasen. Power-Ups verquasen. Nicht Spezialdünger. Power-Ups. Ja, Roboter-Schwarm. Super Sache eigentlich, ne? Ich kann nur noch eine Pflanze bauen und dann muss ich erstmal welche abreißen. Ich frage mich nur gerade, woher ich die vielen Sonnen bekomme. Ich habe 700 Sonnen. Das geht ja ab, ey. Ja, da unten, da kann ich jetzt dem nichts entgegensetzen eigentlich. Also nicht wirklich. Machen wir nochmal ein Power-Up. So. Probieren wir es mal mit Strom. Super, das hat es jetzt ausgebracht. Jetzt muss ich schon wieder ein Power-Up verschwenden. Tja. Ja, so ein W-Blatt hätte mir jetzt bestimmt schon mal zwei Power-Ups gespart. Aber ich glaube, ich kann die Sonnenblumen jetzt langsam mal abreißen. Ne? Guck dir mal an, 1700 Sonnen. Braucht doch kein Mensch. Da setze ich doch stattdessen... noch ein paar von denen hin. Das Schöne ist, dass die Laserbohne die Schutzschilde durchdringen kann. Na super, jetzt kommen schon wieder so Fliegerdinger.
Na gut. Hey, ein Edelstein. Oh, das war schon die letzte Welle. Dann kann ich ja eigentlich unten die Pflanzen abreißen und andere hinsetzen. So. Na komm, den schafft er jetzt auch noch. Na los. Na komm schon, den letzten schaffst du doch jetzt noch. Auf geht's. Also merke für Tag 9 auf jeden Fall ein W-Blatt nehmen. Da spart man sich eine Menge Power-Ups. Und ein Schuss und weg. Genau. Und eine neue Pflanze bekommen. Sehr schön. Oh, das ist, glaube ich, der, wie heißt er? Was habe ich gelesen? EM-Kürbis? Genau, nee, EM-Pfirsich. Sehr schön. Deaktiviert alle Maschinen in einem Bereich. Ja, wunderbar. Passt. Dann soll es das für heute wieder gewesen sein. Ja, damit endet dieses Video dann wieder schon wieder. Und wir sehen uns dann im nächsten wieder. Bis dahin viel Spaß beim Zocken und bis zum nächsten Mal. Ciao.